Carol, you've been here for exactly 3 months now. How do you like it here in Hamburg? Yeah, the time has gone very fast, I must say. But I enjoy every minute of it, and I'm very happy where I am right now. Have you settled in already? Have you been able to discover the city yet? Yeah, I'm settled in very well. I've seen a little bit of city, but mostly it's football. Things are going well in sport too, 9 wins in a row. Have you ever experienced a series like this in your career? Never 9 in a row, 9 in a row with victories only. I've experienced different scenarios where we have been unbeaten 15 games, but 9 victories straight in a row, never in my career. On Saturday we play against Heidenheim. Heidenheim is second place and has not lost a single game at home this season. Very strong team, 10 wins and 3 draws at home. Could you already analyze them? What do you think, what makes them a strong team? We haven't analyzed them yet, but the games I've seen so far, they are a very strong team. They always get to chances and they are very dangerous up front, so generally a very good team. Ja, Luca, du warst jetzt gegen Regensburg wieder im Kader. Wie geht's dir nach deiner Verletzung? Ja, mir geht's gut. Ich bin wieder voll fit und versuche, dem Team mit meinem Einsatz zu helfen. Jetzt steht Heidenheim vor der Tür. Schwieriger Gegner. Gerade zu Hause sind sie sehr stark. Noch kein Spiel verloren. Deine Bilanz ist allerdings gar nicht mal so schlecht. 3 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen. Du standest auch bei den letzten beiden Auswärtsspielen gegen sie auf dem Platz. Was macht sie so stark? Ja, ich glaube, bei Heidenheim weiß jeder, was zu tun ist, was sie für einen Plan verfolgen. Sie haben eine sehr intensive Spielweise, sehr viel Kilometer machen sie auf dem Platz. Und ich glaube, ja, das macht sie im Moment aus. Und auch ja, mit Kleindienst haben sie einfach jemanden, ja, wenn dem im Moment ein Ball vom Fuß fällt, glaube ich, da macht er schon viel rein. In den letzten beiden Auswärtsspielen in Heidenheim sind insgesamt 13 Tore gefallen. Unfassbarer Wert, einmal 4-3 gewonnen, einmal 4-2 gewonnen. Erwartest du sowas auch am Samstag? Ein torreiches Spiel? Ja, solange wir mehr schießen als der Gegner, ist das für mich okay. Aber ich würde auch einen knappen Sieg nehmen. Flutlichtspiel, Samstag, 20.30 Uhr, hatten wir die Saison ja auch noch nicht so oft. Bist du jemand, der gerne unter Flutlicht spielt oder magst du die Mittagsspiele lieber? Ja, es hat schon immer was Besonderes, finde ich, wenn es wenn es dunkel ist mit Flutlicht und so weiter, also ja, macht schon Spaß. For me, it doesn't really matter. I can adapt with different scenarios. So for me, it doesn't make a difference. I expect more fighting and very even game. I can imagine and let's see who comes out with the victory. Okay, thank you.